Wir grüßen Sie aus England vom Kurs in Silverstone. In der Boxengasse herrscht schon geschäftiges Treiben. Nur noch wenige Minuten, bis die Rennleitung das Qualifying startet. Der Himmel ist strahlend blau und die Wettervorhersage verspricht, dass dies während der nächsten Session auch so bleiben wird. Und somit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MotoGP. Und der Schwierigkeitsstufe der KI trägt den Namen Realistisch. Mal gucken, was wir da mit reißen können. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir sind hier in Silverstone. Und es regnet mal nicht. Es ist ein sehr, sehr, eigentlich sehr geiles Wetter. Gucken, Silverstone hier erstmal reinkommen. Nicht so oft gefahren, die Strecke. Wenn ich sie mal kurz im Kopf durchgehe, habe ich sie aber doch, glaube ich, soweit ziemlich gut drauf. Deswegen vielleicht die erste Runde ist ein bisschen weniger Kommentar, ein bisschen mehr Konzentration. Aber das sehen wir schon. Aber waren wir zu langsam in der Ecke? Die Frage ist halt, wie stark wird das gewichtet, diese Abstimmung bzw. die Abstufung der KI-Schwierigkeitsgrade? Ich bin wirklich gespannt, ob wir harte Fights sehen. Ich habe da richtig Bock drauf. Kann natürlich sein, dass das aber der Tatsache dann geschuldet wird, dass vielleicht der ein oder andere Kommentar ausfällt, weil ich einfach mega konzentriert sein werde muss. Das Einzige, was jetzt noch nicht angeschaltet ist, ist technischer Schaden, aber der ist nicht, also weder für mich noch für die KI gibt es das Risiko eines technischen Ausfalls. Ja, haben wir einfach gedacht, gut, muss nicht unbedingt sein. Und wenn es für mich keine Befürchtungen diesbezüglich gibt, soll es für die KI da auch keine technischen Ausfälle geben, weil wenn dann gleiches Spiel für alle. Und da gucken wir doch einfach mal, was wir jetzt hier so langsam Runde für Runde in den Asphalt brennen können, denn die Strecke ist lang. Lang und sehr viele harte Bremszonen. Es geht um einiges eigentlich besser. Oh, ich bin wirklich gespannt. So ein bisschen Magenflimmern habe ich ja schon, was jetzt die KI, was Danny Kent hier so reißt. Vor allem, weil es auch sein Heimrennen ist, ne? Das kommt ja noch hinzu. Das ist ja sein Heim-Grand Prix, den er diese Saison auch gewinnen konnte. War ja eine Regenschlacht par excellence hier. Zumindest in der, ich glaube die Moto2 ist noch im Trockenen gefahren. Also wir hatten, also man hatte da Moto2 im Trockenen
MotoGP wurde als trockenes Rennen gestartet. Die sind dann alle mit trockenen Reifen, also ganz normalen Slicks raus. Haben dann aber, sind so rumgeeiert und haben dann festgestellt, okay, das ist eigentlich richtig nass da draußen. Sind dann alle in die Box rein und haben sich dann Regenreifen draufgezogen. Und dann wurde das Rennen kurz abgebrochen, weil wirklich alle rein sind, und wurde dann neu gestartet. Und danach kam erst die Moto3 dran. Normal fährt er die als erstes, dann kommt die Moto2, dann die MotoGP. Hier in Silverstone ist das anders, war das anders? Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Ich glaube, die machen schon richtig Druck. Ich bin immer noch auf Position 1, aber der da hinten ist auf jeden Fall näher gekommen. Ich hatte ja auch die mittleren Sektoren, die waren auch beide schlecht. Kann man sagen, was man will. Ich weiß gar nicht, ob ich meine Zeit noch verbessert habe jetzt im letzten Umlauf. Aber ich glaube, die mittleren, die waren so schlecht, dass da nicht viel möglich war. Die Kurve war jetzt richtig gut. Es ist immer schwierig abzuwägen, weil ja alles rot ist. Wann kann ich wirklich von der Bremse runter? Wann kann ich das Ding rollen lassen? Und wann kann ich dann wieder ans Gas gehen? Weil das zeigt die Ideallinie einfach nicht an. Das zeigt halt die Bremspunkte an. Zeigt die Bremszone an und passt sich so ein bisschen dynamisch an nach der Geschwindigkeit, aber sie zeigt ja definitiv nicht an, okay, du kannst den Bock jetzt rollen lassen. Was ich eigentlich gar nicht schlecht finde, dass er das nicht anzeigt. Das ist dann so ein bisschen noch Gefühlssache und der letzte Tropfen, den man so rausquetschen kann. Oh ne, Position 5 sind wir. Ich schaue die ganze Zeit rechts oben, aber da steht ja nur, was für eine Zeit wir brauchen, um auf P1 zu kommen. Das ist ja richtig tricky, ey. P5 weiterhin. Ja gut, ich denke, während des Rennens wird man uns da mit Sicherheit ein bisschen vorkämpfen, aber das ist jetzt schon deutlicher. Auf jeden Fall die letzten beiden Sektoren, da verlieren wir. Zumindest gerade. Der erste Sektor ist immer gut. Im Vergleich jetzt natürlich zur Polzeit. Oder P1-Zeit. Ist ja noch nicht die Polzeit. Aber dann die Sektoren 2 und 3. Ich gucke, wie ich da noch ein bisschen dran arbeite. Vielleicht vor allem hier die Schikane. Oh. Das war nix. Das war definitiv nix. Ich habe gedacht, okay, ich bremse das Ding mal früher rein. Habe dann festgestellt, das war eigentlich zu früh. Okay, das ist nicht viel. Damit können wir vielleicht arbeiten. Mal gucken, was der nächste Sektor so bringt. Kurve war schlecht. Viel zu weit außen.
Der ist ja dran, ey. Oh Gott. Das ist ja kein Wunder. Ach du Scheiße, die reicht mich richtig durch, ne? Platz 7 jetzt. Okay, das wird wahrscheinlich eine Strafe geben. Nicht mal. Aber auch keine Verbesserung. Ich gebe dem Ganzen nochmal eine letzte Chance. Voll konzentriert hier durch. Das ist schon nicht ohne. Vor allem jetzt wird es halt wieder interessant. Vor allem war mal gar nicht schlecht. Zweiter Sektor plus 0,15. Okay, okay. Das ist die alte Stadt hier gerade. Ich weiß gar nicht, das könnte sogar die von der Formel 1 sein. Also Formel 1 nutzt die, glaube ich, noch. Okay, wir sind noch rot. Dreimal rot. Jetzt letzter Sektor. Auf geht's. Ja, war nicht optimal. Alter! Aber ich glaube, damit können wir erstmal leben. Damit können wir, glaube ich, erstmal leben, ey. Das war eine Runde. Das wird sehr, sehr interessant. Können wir hier stehen bleiben? Kent konnte sich nochmal ein bisschen verbessern. Wir können aber auf P2 stehen bleiben. Damit endet unser Bericht über das Qualifying um die Pole. Der Ergebnisüberblick zeigt nicht nur das Startfeld für morgen, sondern gibt auch Auskunft darüber, welche Piloten im Hauptrennen die besten Chancen haben. Das wird morgen spannend. Also. ...0017. So, Schwierigkeit auf der höchsten Stufe. Mal gucken, was morgen im Rennen bei rumkommt. Bis dato, ich wünsche euch alles, alles Gute, denn ich bin raus hier. Man sieht sich. Ciao.